Nachbarn, ja, an alles Equipment, wie alles neu, und auch Scooby Marke, die oder Schauerstöhn, Appell, Handy da und das Flur, und auch aus die Jahre auf der Durst gehen, und auch wieder Gott sei Dank, ist auch einer, der Durst gehen. Und da habe ich noch mehrmals, dass wir hier Riot Control Training, und dass wir damals in Washington, für die gerade aus sind, wir, gesucht. Sorten, dass wir da hier Martin Luther King und so. Und da, wie die Ende Order zu Fort Myer, der die ganze Anhalt von Washington DC hier ist, National Cemetery. Und da habe ich mich gewundert, da wo wir immer ab, so wie es immer ab über das war ja, und da was für Yoga auf der Durst ging. Und da hätte ich keine Munition mehr. Ja. Das wäre einfach nicht. Ja, das war, dann waren wir, das war doch hier die große Demonstration, das war der andere große Mauer, wo Lincoln und der Mauer hier, der ist nicht so groß. Da haben wir dann, da wurden wir dann hingeordnet nach Fort Myer, das ist da ganz in der Nähe, unsere Company. Und dann kriegten wir Waffen mit scharfer Munition. Und vorweg hatten wir natürlich so ein Spezialtraining, ne, so für, also wenn da irgend so ein Aufstand ist oder so, dass wir das dann mit Bajonetten drauf und so. Ja, sich halten musste. Und da hast du dann auf der Lastwagen und musst du ja, ne, geht das los oder geht das nicht los? Ja. Und das Komische an der Sache ist ja dann auch, wenn man, da waren ja auch Schwarze dabei, ja. Ne, also habe ich ja genug kennengelernt, ja. Ne, von den Negern da, Colored People. Und als wenn ja alle für die reagieren dann, ne? Ja. Das war nicht so schön, aber Gott sei Dank ist es dann schließlich so, also, gegangen und